Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal zeige, wie ich das Perlenstücke mache. Und vorab, ich bin noch Anfängerin, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich habe zwar schon ein Rundstück angefangen, ein Bild auf Vordruck, so wie ihr dieses jetzt hier sehen könnt. Ich habe schon eins auf AIDA angefangen, da habe ich aber halt noch nicht viel gestickt. Also ich bin noch Anfängerin, aber wie ihr hier sehen könnt, ich habe hier schon mal ein großes Teil geschafft und es ist auch nicht mehr viel. Ja, ich zeige euch das einfach mal heute, wie ich das so mache und ich hoffe, dass ich euch das gut zeigen kann. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, also ich bin natürlich jetzt irgendwo mittendrin natürlich. Ich hatte ursprünglich mal hier unten angefangen, hier mitten im Bild. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genauso warum. Eigentlich, weil ich glaube ich viel von einer Farbe mal machen wollte. Hab dann aber nach diesem Stück hier, ihr seht das ja hier, entschieden oben anzufangen am Ohr vom Wolf. Moment, wo seid ihr? Hier. Und habe mich dann halt runtergearbeitet und da bin ich auch bei geblieben. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall halt, ich muss mal gerade gucken, wie seht ihr das denn richtig? Hier angefangen und arbeite mich halt nach da durch. Und ja, bin halt jetzt quasi noch in der Reihe. Ich halte das immer so schräg. Und das ist natürlich ziemlich schwer schon aufgrund dieser Masse an Perlen. Aber naja, gut. Okay, jetzt gucke ich mal, dass ihr auch was sehen könnt hier. Ja, also aktuell habe ich die Nadel jetzt drin. Ziehe ich jetzt mal eben durch. So. Meistens, wenn man schon ein paar reingelegt hat, dann muss man so ein bisschen richtig ziehen. Also die nächste Farbe, die ich machen muss, ist hier in dem Fall. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob es schwarz ist. Nein, das ist mir die Nummer 4. Ich zeige euch das mal eben. Die bewahre ich so auf in so Medizinschälchen. Das ist die Nummer 4. Das ist so ein dunkelgrau. Und ich mache das auch nicht auf dem Stickrahmen oder irgendwas oder auf sonst irgendwas. Ich nehme mir jetzt einfach eine Perle, mache mir die auf meine Nadel drauf. So, und dann nehme ich mein Bild und da sind so kleine Punkte drauf. Ich denke, ihr könnt die erkennen und zwar immer oben, unten, links und rechts. Also oben, unten, links, rechts und so weiter. Und ich fange jetzt, weil ich halt auf meinem Bild links angefangen habe und ich mich nach rechts vorarbeite, fange ich immer an. Also der Faden beginnt hier unten links. Mal gerade gucken, dass ihr das auch richtig rum seht, weil ich auf ein bisschen auf dem Kopf filme. Hier unten links ist jetzt mein Farbe und mein Farben, meine Faden und diese Perle hier, die möchte ich jetzt sticken. Das heißt, mein Faden kommt von unten links und ich steche jetzt oben rechts rein. Moment, wo seid ihr? Ich steche oben rechts rein und gehe unten rechts wieder raus. Ich zeige euch das mal eben, wie das aussieht. So. Oh, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich muss euch suchen. So. Also der Faden war unten links. Der hängt hier natürlich auch noch. Unten links. Und ich habe oben rechts reingesteckt und komme unten rechts wieder raus. Wie gesagt, ihr sitzt jetzt ein bisschen hier auf dem Kopf, weil ich schräg zur Kamera sitze. So, und das mache ich dann halt wieder genauso. Ich komme hier unten. Unten links ist wieder mein Faden. Ich nehme wieder eine Perle auf. Es ist wieder die gleiche Farbe. Das Bild hat nur 6 Farben, deswegen kann ich mir gut merken, was da was ist. Und ich fange wieder an. Ich versuche euch das mal ein bisschen. Wo seid ihr? Es ist ein bisschen schwierig für mich. Ich filme ja normalerweise so nicht. Ja, also mein Faden kommt wieder unten links raus. Ich steche oben rechts rein. Und unten rechts wieder raus. Ah, Moment, da ist der. Ich kann das leider so nicht. Wartet mal, ich stelle mich mal kurz hinter die Kamera, dass ihr das einmal richtig seht. Moment, 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 Moment. Weil ich das halt immer etwas schräg halte. So, also mein Faden ist unten links. Ich steche oben rechts rein in diesen Punkt. Und steche unten rechts. Schau stellen. Unten rechts wieder raus. Ja, also ihr seht das. Ich komme unten rechts wieder raus und unten links hat mein Faden begonnen.
So, das machen wir jetzt mal eben fertig, die Reihe. Oh, mal eben wieder richtig hinsetzen. Ja, und dann manchmal muss man die Fäden, sage ich, die Perlen noch mal ein bisschen richten. Ich mache das ganz oft auch, dass ich einfach mein Knie unten drunter habe, unter dem Bild oder ein Kissen oder so. Dann ist es ein bisschen einfacher. Aber jetzt für die Kamera. Ja, also wieder Faden ist wieder unten links. Ich steche wieder oben rechts rein und komme unten links wieder raus. Und das mache ich halt komplett einmal die ganze Reihe. Bis ich halt fertig bin damit. Ich hoffe, ihr könnt halbwegs was sehen. Ich weiß nicht, wie die Kamera nachstellt. So, jetzt ist eine andere Farbe. Jetzt kommt die Nummer 3. Das ist ein etwas helleres Grau. Ich steche wieder oben rechts rein und komme unten rechts wieder raus. Ich nehme den Faden auch nur, also nicht doppelt, sondern einfach. Oben rechts rein, unten rechts wieder raus. So, und das mache ich komplett auf der Reihe, wo ich von links nach rechts arbeite. Und gleich machen wir das nämlich anders. Deswegen mache ich das Stück jetzt mal eben. Wird also doch nicht so ein kurzes Video, wie ich dachte. Aber nun gut. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich euch das mal vor der Kamera zeige. Weil es aber gewünscht wurde, habe ich mir gedacht, ach komm, probier's das mal. Ja, also man guckt halt im Vordruck immer, welche Farbe muss ich nehmen. Dadurch, dass ich die Farben halt hier alle auswendig kenne, ist das kein Problem. Ich hänge aber gerade irgendwo fester. Mal im Moment. Es kann auch immer mal sein, dass man so kleine Knoten hat. Ich hänge irgendwo im Faden fester. Ah, jetzt. Weil ich den nämlich nicht nachgezogen habe. Zeige ich das mal. Der ist halt so doppelt gewesen, obwohl ich nur einfach halt mache, dass der irgendwo da hängen geblieben ist. So, das ist wieder die 3. Ja, also ich bewahre das halt in diesem Medizinbecherchen auf. Die habe ich auf dem Deckel mit Edding beschriftet und die habe ich von innen beschriftet mit einem kleinen Etikett, was ich da reingeklebt habe. Und dann weiß ich immer, welche das ist. Ich habe jetzt zum Beispiel das Rundstickbild. Mal gucken, ob ich das danach dann fertig mache. Das hat zum Beispiel 17 Farben. Ne? Es ist halt schon ein Unterschied zwischen 6 und zwischen 17. Ich muss euch aber ehrlich sagen, es ist schwierig für mich so zu sticken, wenn ich nichts darunter habe. Ich gucke mal eben, ob ich mir ein Kissen drunter lege oder ob es dann zu hoch für euch ist. Dann muss ich die Kameraeinstellung nochmal ändern. Aber ich denke, es ist ganz okay. So, hier hat er sich wieder etwas verdreht. Also man muss die schon mal ein bisschen richten. So, jetzt habe ich hier wieder die Nummer 2. Das ist so ein helles Grau. Ja, wie gesagt, also auf der Reihe von links nach rechts, immer unten links kommt der Faden raus. Oder da ist es mein erster Punkt, wo ich bin. Und dann sticke ich von oben rechts nach unten links. Ist quasi ein halber Kreuzstich. So, jetzt fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir die Reihe fertig und dann zeige ich euch, wie das weitergeht. Das ist ja übrigens ein Teilbild. Das heißt, hier muss ich manchmal ein bisschen hin und her springen in den Reihen. Ihr seht das hier, da kann ich nicht einfach ganz normal runtergehen oder hier oben, wo ich hier so eine einzelne habe. Das habe ich einfach mal so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe. Habe ich jetzt hier in der Reihe gleich auch. Ihr seht das, die Perle ging eine Reihe runter. Nee. Hier habe ich eins. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Da habe ich gleich noch eine einzelne Perle, das zeige ich euch gleich. Ich mache jetzt erstmal hier die 4 noch drauf und dann zeige ich euch diese einzelne.
So, 2 mal die 2. Nochmal die 2. So, jetzt nochmal die 3 und dann müssen wir diese einzelne machen. Und das ist jetzt nur, wie ich es mache, ne? Also im Kreuzstich, ja, das ist schon gleich. Aber jetzt die einzelne. Da habe ich jetzt nicht rein. Also ich gehe jetzt nur. Wo seid ihr? Wo ist denn meine Perle? Es ist echt ein bisschen schwierig zu zeigen, vor allen Dingen mit dem vielen Grau. Also ich würde jetzt hier oben rechts reinstechen und unten links wieder rauskommen. Mache ich jetzt aber nicht, sondern ich hole den Faden jetzt nach hinten. Habe also quasi nur oben rechts reingestochen und aber den Faden hinten wieder rausgeholt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich habe ein bisschen schief, glaube ich, gestochen. Das sind diese Vorführeffekte, ne? Ich habe ein bisschen weit oben angestochen. Das muss ich mal eben korrigieren, das ist sonst zu weit. Und mein Faden ist ausgefranst. Den schneide ich einfach jetzt ein Stück ab. Und meine Nadel ist auch schon richtig verbogen. Aber naja, gut. So, jetzt fällt er mal eben wieder ein. Die Perle ist noch drauf. Jetzt mache ich das nochmal eben schnell off-Kamera. Also oben rechts reinstechen und den Faden nach hinten wegholen. Das heißt, die Perle ist jetzt fester. Aber ich habe ja hier noch eine Perle. Kann man schlecht sehen, das ist eine graue. Und jetzt mache ich das hier vor. Ich habe immer unten links hier angefangen. Das mache ich jetzt hier wieder genauso. Also, diese einzelne Perle, die jetzt da ist, ich suche mir jetzt den Punkt unten links von dem Bild. Könnt ihr das sehen? Ich habe jetzt unten links reingestochen. Ungefähr. Naja, nicht ganz, ne? Warte mal. Ungefähr. Unten links. Und jetzt hole ich mir erstmal den Faden hoch. Das heißt, hinten ist einfach jetzt ein größerer, ja, Stich quasi zu sehen. Und was ich jetzt mache, ist einfach, ich habe jetzt ja unten links reingestochen. Ich hole jetzt wieder meine Perle. Das ist wieder die Nummer 3. Und hier mache ich das wieder genauso. Ich steche jetzt wieder oben rechts rein und hole die Perle aber nicht wieder raus, sondern ich steche nur rein. Also ich mache einen halben Kreuzstich, ohne mir den Faden wieder dazu zu holen. Das heißt, erstmal ist jetzt die Perle fester. Und jetzt bin ich ja quasi, muss ich in die nächste Reihe gehen. Und jetzt fange ich nicht wie sonst immer, dass mein Faden unten links ist, sondern jetzt hole ich mir den Faden auf der Rückseite wieder raus, nach oben rechts, also da, wo ich vorher immer hatte. Wenn ich den Rückstich quasi, nicht den Rückstich, den Stich quasi gesetzt habe. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also, was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese einzelne Perle entsprechend ganz normal gemacht, unten links reingesetzt, bin oben rechts rausgegangen und unten aber nicht wieder rausgegangen, sondern habe den Faden hinten gelassen und habe den Faden, ich hätte den ja eigentlich jetzt ja unten rechts wieder rausgeholt, den Faden, aber ich will ja diesen Faden nicht hier oben haben. Deswegen lasse ich den unterlaufen und steche einfach anstatt unten rechts wieder raus, einfach jetzt oben rechts. Und jetzt gehen wir die ganze Reihe einfach wieder zurück. Also, ich komme jetzt oben rechts raus. Ich hole mir meine Perle. Und ich drehe tatsächlich auch die Bilder entsprechend. Also entweder habe ich das Bild so oder halt so, weil ich aber jetzt in die Richtung wieder, also von rechts nach links sticke, lege ich mir das Bild immer so hin. Das heißt, mein Faden kommt oben rechts raus. Das heißt, ich steche unten links ein. Ich steche unten links ein und ich komme oben rechts wieder raus.
Da habe ich mich ein bisschen am Anfang mit schwer getan und beim Reihenwechsel musste ich oft gucken, wie das funktioniert. Aber ich habe es irgendwann rausgekriegt. Also, nochmal. Mein Faden kommt oben rechts raus. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Mein Faden kommt oben rechts raus und ich steche unten links rein und komme oben links wieder raus. Das ist ein halber Kreuzstich und das mache ich die ganze Reihe einfach wieder so, bis ich dann wieder wechsle. Also jetzt hier nochmal. Mein Faden kommt oben rechts raus, ich steche unten links rein und komme oben links wieder raus. Das gleiche mache ich dann halt bis zum Ende durch und wenn ich dann wieder am Ende der Reihe bin, schaue ich wieder, dass der Faden wieder unten links rauskommt, oben rechts rausgeht und unten rechts wieder rein. Ich habe jetzt gerade kein Papier her, sonst hätte ich euch das auch mal aufgezeichnet. So, ich zeige euch das hier nochmal. Also mein Faden kommt oben rechts raus. Ich mache mir die Perle drauf. Ich steche unten links ein und komme oben links wieder raus. Also Perle, oben rechts ist der Faden. Ich lege die Perle drauf. Ich steche unten links ein und ich komme oben links wieder raus. Eigentlich ganz einfach. Also, ja, finde ich jetzt nicht sonderlich schwer. Wie gesagt, das war mit diesen Reihenwechseln schon ein bisschen schwierig. Da musste ich öfters mal auf meine Anleitung gucken, wie es funktioniert. Jetzt habe ich eine falsche Perle. Aber ansonsten klappte das ganz gut. Und was ich halt auch direkt ohne Probleme hinbekommen habe, das waren die Rundstickbilder. Da macht man nämlich einen sogenannten Rückstich. Kann ich euch auch irgendwann mal zeigen. Aber das ist jetzt halt die Technik von den Teilbildern, von den Vollbildern oder auch von AIDA. Da macht man das so auch. Ich arbeite allerdings auch ausschließlich mit Knoten. Also ich mache keinen magischen Knoten oder wie man das alles nennt, um das zu verstecken. Ich knote das tatsächlich. Ist bei AIDA natürlich ein bisschen anders, weil da sind die Löcher quasi schon vorgegeben, wo man reinstechen muss. Da mache ich den Knoten ganz ein bisschen anders, aber hier mache ich ganz normal halt einen Knoten rein, ziehe den Faden durch und fange da halt einfach an. Ja, ich hoffe, das war halbwegs verständlich, was ich da erklärt habe und wie es funktioniert. Wer Nadel und Faden damit gar nicht umgehen kann, also auch das überhaupt nicht mag, für den ist das wahrscheinlich nichts. Aber ich sag mal so, ich kann auch von Hand nähen, das ist nicht das Problem. Und von daher war auch das jetzt hier kein Problem für mich. Ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich bin ja schon sehr, sehr weit mit dem Bild. Ziel ist auf jeden Fall heute noch, dass ich das Stück hier zukriege. Mal gucken, das hatte ich mir so als Ziel für dieses Wochenende gesetzt. Und schauen wir mal, wie weit ich da komme. Ja, also. Ein letztes Mal zeige ich es euch. Mein Faden ist oben rechts. Ich setze die Nadel unten links an und oben rechts wieder raus. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat und wenn ihr mehr Perlenstick-Videos sehen wollt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!